Well, let me tell you a little something about me. When it's Saturday night, I need to blow off some steam. One, two, three, four! Hallo und herzlich willkommen. Servus. Servus. Aus Bayern. Wir sind zu Bayern. Und wir wurden nominiert vom lieben Willi. Danke, Willi. Wir sollen mal Bier trinken. Endlich mal was Vernünftiges. Und nun sitze ich hier neben diesem Alkoholiker, der sich beschwert, warum ich nicht so viel Bier trinke wie er. Richtig. Genau. Also wir haben uns auf drei Sorten... Er hat sich auf drei Sorten runtergeschraubt. Genau. Also wir trinken drei Sorten. Wir wissen natürlich nicht was. Also wir wissen, welche Biere und wir... Ihr wisst schon, wie das gemacht ist. Reihenfolge wissen wir nicht. Aber wir haben Unterstützung hier. Genau. Das macht nämlich der gute Autofalls. Genau. Nein, sei Teil des Abenteuers. AKA Autofalls, AKA Dominik. AKA Holzmichel. Dominik hat heute auch ein Kind geboren durch die Nase. Ja, auf jeden Fall, der Dominik stellt sich heute als Kellner zur Verfügung und erreicht uns das edle Gesöff. Wir warten jetzt drauf. Wir können ja jetzt irgendwelche lustigen Sachen einblenden in der Zeit. Machen wir einen Werbespot. Waffen dürfen wir nicht zeigen. Nicht? Na, besser nicht. Schade. Ich wollte euch gerade demonstrieren, was man mit diesem schönen Messer alles anstellen kann. Leute, ich habe einen neuen schönen Hut. Wir haben einen neuen schönen Hut. Ja. Wir müssen uns ja hier auch ein bisschen anpassen. Von daher... Und das wollte der Kabi schon längst sagen, wir haben auch neue Sachen. Wir machen Brotzeit! Jetzt, wir machen jetzt in Mode, es geht los. Oh! Gute, helle Bier. Ist schon wieder soweit. Oh, Junge, das hast du aber richtig hoch gut hingekriegt. Ja, besser wie du. Ja, auf jeden Fall. Bei mir ist das wie in England und bei den Amis. Gekappt. Oder schon bis hier. Skål, Prost. Nein, Skål. Ein sehr gutes Bier. Schmeckt schon wieder. Das schmeckt schon wieder. Also, wir haben zur Auswahl Steiner Hell. Das Bürgerbräu Export. Bürgerbräu Export und Meininger Hell, ne? Weniger. Weniger hell. Genau. Okay. Muss ich jetzt schon sagen, welches das ist? Nein, du kannst dir noch Zeit lassen. Wir können auch so lange Kommando Pumpe nochmal spielen. Entschuldigung, sonst nicht meine Art. Das muss so. Los runter. Ich muss hier in kürzester Zeit ein Liter Bier trinken. Ach du Armer. Dominik ist im Hintergrund schon ganz zappelig, weil er noch kein Bier hat. Hiermit, das ist jetzt das offizielle Video, ich brauche einen neuen Trinkgefährten. Warte. Der alte ist kaputt. Warte, hier. Reich ihm das Tempo. Ja, hier. Ob du es isst oder dir in die Nase schiebst, ist mir egal. Ne? Offizielle Bewerbungsvideo könnt ihr dann an die Tour Heike King schicken. Mm. Ich glaube aber was. Ich weiß. Ja, wie gesagt, da ist eins bei, das hat man sehr lange nicht mehr gehabt. Das ist es. 100%. Oder? Ich weiß noch nicht. Nee. Also du kannst dich, so wie ich das gesehen habe, während der Sendung auch immer wieder umentscheiden. Nur zum Schluss musst du sagen, Fakt. Tippen auf den Tisch, flupp und dann sagen, da ist es. Also dann würde ich direkt sagen, das ist das hier. Bürgerbräu. Export. Nee, das ist das Steiner. Ich tippe, das ist das Steiner. So, Tommy sagt Bürgerbräu. Der Bürgermeister. Und Ilja sagt Oettinger. Steiner. So. Schmeckt schon wieder.
Wir sind hier im wunderschönen Bayern. Machen hier eine Art Urlaub. Eine Art Herausforderung, mehr oder weniger. Ja, aber leider regnet es gerade schon wieder. Der hat direkt schon das nächste. Ja, das ist seins. Ne? Nein, das ist meins. Ah, Skull, zum Wohl. Dann. Prost! Da haben wir ihn, da haben wir ihn. Entschuldigung. So, oh, das schmeckt schon wieder. Ne? Wusstet ihr, dass im Durchschnitt ein halbes Bier zwischen 200 und 210 Kilokalorien hat? Oh Leute, seitdem ich hier bin, ne? Eigentlich schon seit 2 oder 3 Wochen muss ich mir das reinziehen. Boah, das hat so viel und so viel Kalorien. Oh Bier, oh der Teufel, nein. Ich kann es nicht mehr hören, ehrlich. Sagt mal, leer das andere Bier wird warm. Dankeschön. Oh, das schmeckt schon wieder. Das ist so anstrengend. Na. Unterhalte die Leute hier. Ich würde gerne rülpsen, aber oha, wenn es gleich rauskommt. Ne? Vom Brocken mit? Na. Schade. Soll ich auf den Tisch brechen? Ja, mein Highlight. Schmeckt aber gut, das Bier. Ist aber lecker. Ja, das erzähle ich euch. Es war einmal vor langer, langer Zeit. Da waren viele Biere. Da war ein Indianer, der hatte Bier getrunken. Mit 210 Kilokalorien. Nur eins. Nach dem halt mal auf den Hintergrund. Nur eins. Ein halbes. Den Rest hat er mit dem Deckel wieder zugemacht, den Kühlschrank gestellt. Ja. Weil er die Lichter anhatte. Ja, ja. Nach einem halben. Furchtbar. Mein Gott, der war Weight Watchers im Urlaub. Kommt da was? Das ist live auf Kamera. Oh, ich weiß. Ich muss nur rübsen, keine Sorge. Ach so. Aber wenn die Saurübser kommt, ne, der kommt direkt in die andere Richtung. Ja. Ja. Also wir haben jetzt in der kurzen Zeit, die wir schon hier sind, sehr viele Biere probiert. Boah, Junge, ey. Oh, weißt du. Da waren Zwiebeln beim Kartoffelsalat. Oh, die riechen toll. Die waren roten, frisch. Oder die roten. Das schmeckt schon wieder. Leute, eigentlich sind wir total zivilisiert und so. Was? Alter, mir tränen die Augen. Sehr gut. Ziel erfüllt. Nein. Komm, hör auf zu heulen. Warte. Ich wollte mir das Zwiebelgeruch wegkriegen. Let's go. Das ist schwierig. Wir haben aber beide immer das gleiche, ja? Ja. Okay. Ich würde sagen, Oscar macht's. Du würdest sogar sagen, das ist ein Radler. Nein. Fehlt die Limo im Bier. Ja. Schwierig. Ist nicht so einfach. Ich muss nochmal. Oh oh. Da kommen komische Geräusche aus seinem Körper. Kannst du vorher lieber cutten gehen sollen, ne? Das
Weniger, weniger, weniger. Wie spricht man das aus? Weniger. Weniger. Ja. Weniger. Ja, ich würde sagen, das ist weniger. Soll ich aufschreiben? Ja, schreib auf. Sagst du? Ich weiß nicht. Ja, ich habe das schon lange nicht mehr gehabt. Von daher, ob es genauso geschmeckt hat. Und ansonsten würde ich eigentlich auch sagen, weniger. Aufschreiben? Ne. Lass mal offen. Okay, ich will erstmal erst noch das andere probieren. Jetzt musst du das näher trinken. Ja, auf jeden Fall. What's the problem? Wie viele Sorten haben wir bis jetzt so gekillt? Also erstmal muss ich sagen, wir kamen hier an in diesem wunderschönen Haus direkt am Watzmann. Wirklich wunderschön hier. Ja. Die Leute sind super nett. Und dann kommen die drei Assis. Ja. Kommen hier rein, belagern erstmal alles, entführen abends den Hund. Das kommen wir zu später. Na, der ist freiwillig mitgekommen. Ja, das. Ich habe ihn gefragt, ob er mit will. Ja, ja. Fluffy wollte mit. Jedenfalls sind wir dann in den nächstgrößten Getränkemarkt, aka Edeka. Und haben dann erstmal gefühlt alle Sorten gekauft, die es gab, bayerische Sorten. Und das hat uns aber nicht gereicht. Deswegen sind wir gestern dann nochmal extra, haben wir einen Getränkemarkt rausgesucht, wo wir dann nochmal gekauft haben. Ja. Ja, und am ersten Abend haben die beiden auch direkt erstmal, ich glaube, eine ganze Kiste geplättet, ne? Ja, kommt hin. Kommt, glaube ich, hin. Also drei Viertel. Ja. 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 Furchtbar. Wir trinken viel, also die trinken viel zu viel Alkohol, ich nicht. Ich hatte am ersten Tag drei Bier, ich hatte am zweiten Tag vier Bier. Ja, geh mal weg, ich mach das jetzt. Ja, also ich hatte gestern vier Bier. Und der Witz ist, ich bin immer der Fahrer. Ja, ich muss die ja immer noch fahren. Er hat immer eine Ausrede. Genau, Gott sei Dank. Ich muss fahren. Ich muss fahren. Was kostet? Ja. Ja. Wie lange das Spektakel schon geht? Viel zu lange. Alter, wir sind ja nicht bei Ex oder Arschloch. Ja, wir sind in Bayern. Hier gelten andere Gesetze. Also bei uns, wo wir herkommen, aus dem wunderschönen Langenfeld, haben wir eine LVR-Klinik. Da habe ich mir erstmal ein Zimmer reserviert. Damit wir. Der muss erstmal einen Entzug machen, wenn er hier fertig ist. Macht er jetzt? Ja, ist er Bescheid. Oh, er kriegt Kinder aus der Nase. Frage aller Fragen: Darf man den Ilja schlagen? Darf und kann man Ilias schlagen? Nein, ich liebe sie. Zurück zum Hund. Der Hund hieß Fluffy. Er hat ihn Fluffy getauft. Genau, Fluffy aus, wer kennt ihn nicht, Herr der Ringe, nein Quatsch, natürlich Harry Potter. Ist der, glaube ich, Fluffy? Ich glaube schon. Ja. Ne? Mhm. Wir haben dann eine kleine Nachtwanderung gemacht und dieser echt süße Hund ist einfach mitgekommen. Die armen Leute haben mir verzweifelt schon eine Suchmannschaft rausgeschickt, weil wir den blöden Köter mitgenommen hatten. Ja, also. Jetzt sind sie blöden Köter. Ja. Es war ja süß und jetzt ist er ein blöder Köter. Wie Kinder, die kommen einfach mit. Wir sind fremd. Er hat direkt Vertrauen gefunden. Ja. Das ist kein gutes Zeichen. Na. Stell mal vor, wir würden jetzt die Ziege klauen wollen. Also, Dominik hätte gerne einen Kalb, ne? Ich hätte gerne einen Kalb, ja. Ja, Dominik will einen Kalb, dass wir einen Kalb nehmen. Die wollen hier den halben Hof mitnehmen. Ich will eine Ziege und Kami wollte, glaube ich, das Balkongeländer mitnehmen, ne? Nein. Ne? Also, der halbe Hausrat muss in meinen Mercedes reinpassen. So, was ist noch? Kami ist noch offen. Er will ja was anderes trinken. Was haben wir? Du willst ja erst noch das andere trinken. Ja, ja. Ach so, das geht. Ja. Ja, ja, du kannst zwischenzeitlich okay. Zwischenzeit warum nimmst du gleich alle Biere? Weil sonst komme ich ins Grübeln. Okay. Aber vielleicht jetzt, wenn ich das letzte trinke, man munkelt. Ich bin gespannt. Ja.
Noch ein Bier, dann bin ich ein waschechter Bayer. Noch ein Bier, dann liegst du im Bett und schnarchst. Ja, das ist dann wieder mein fünftes. Dann habe ich heute fünf. Oh. Erster Tag 3, zweiter Tag 4, dritter Tag 5. Der Arme. Ich habe jetzt eine Frage. Man sieht dich leider nicht. Doch, man. Hinten ja? Auf dem Bildschirm sieht man mich. Okay. Dann. Wenn ihr, die Zuschauer von den zwei kaputten Vögeln, Chaoten da, ne? Wenn ihr in Urlaub fahrt, führt ihr dann Kalorientagbuch? Nein, er hier tut das. Was haben die dem eigentlich ins Hirn geschissen? Das, schreibt das mal bitte in die Kommentare. Der kommt hier nach Bayern, mokiert sich, weil hier um 10 Uhr schon das erste Bier auf dem Tisch steht. Was macht man in Bayern? Da ist man um 10 Uhr schon viel zu spät. Dann fängt er an, Kalorien aufzuschreiben und zu zählen. Da könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie blöd der eigentlich ist. So, und dann wundert er sich, wenn hier ein Tisch, wenn auf dem Tisch ein Messer liegt, weil wir ihm gleich die Leber rausschneiden wollen. Und wir würzen ihn dabei. Ja. Jetzt verpiss ich mich hinter die Kamera wieder. Reicht für heute, ich bin raus. Rächt sich wieder auf, ja? Ja. Hast gut gemacht, ich bin stolz auf dich. Gut. Schwierig. Der Uwe bleibt drin. Soll ich nochmal vor die Kamera kommen? Ja, ist ja gut, ich trink's ja schon auf. Ne, den Uwe kann ich. Ich kann den Uwe nicht trinken. Unten wird's nun mal eklig. In Bayern ist nichts eklig. Selbst die Dixies sind toll. Ja. Die Hydranten. Ja. Und die Bushaltestelle. Und die Bushaltestelle. Und die einheimischen Frauen. Und was hatten wir noch? Oh, alles. Oh. Flying to the moon. Mein Vati hat drei grunzende Schweine. Eins schwarz, eins braun, eins hart, kurze Beine. Da, 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 da. Immer wird nicht hier nochmal was. Da, 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 da. Merci. Der dritte und letzte. Ist das das Export? Das ist das Export. Das rieche ich schon aus dem Darm. Das ist der Export. Steiner. Export. Steiner. Das. Export. Bei mir kannst du weniger hinschreiben und am Ende Steiner. So. Aber trinkt noch mal weiter, vielleicht entscheidet ihr euch ja noch. Ja, anders. Genau. Ja. Ich hab schon getrunken. Tja. Dominik trinkt zu viel Alkohol. Boah, hat er nicht gesagt. Zu viel Bier. Und er hat sich ein Likör gekauft. Er hat sich ein Likör gekauft. Den könnt ihr eigentlich auch gleich hier vertesten. Und der war da so begeistert von, dass er direkt irgendwie auf der Großbestellungsseite gegangen ist und wollte es direkt palettenweise bestellen. Ja? Vielleicht habe ich es ja schon palettenweise bestellt. Könnte ich mir gut vorstellen. Dass die nächsten vier Gehälter draufgegangen sind für Schnaps. Schnaps. Nee, Likör. Likör, ja. 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 So. Also ich habe mich in meiner Meinung festgelegt. Du auch? Dann ja. Jetzt hier die große Auflösung. Soll ich die Flaschen hier greifen? Genau, und die zeigst du dann quasi in die... Ja, wir zeigen sie. In die Kamera. Dann machen wir das so. Bier 1. Ha! Das Export. Krass. Da-da-da-dam. Ich hätte geschworen, das ist das Export. Bier 2. Steiner Hell. Ah. Okay. Ist doch süßer gewesen. Und somit Bier 3. Weniger Theisendorfer Hell. Man merkt, wer der Alkoholiker ist.
Er hat zumindest eine richtig. Du hast gar keine? Nein, ich habe gar keine. Ja, es tut mir leid für dich. Ja, leider. Ja, aber okay. Es war trotzdem sehr lustig. Und wir wurden, also man nominiert ja drei weitere. Ja, jetzt müssen wir jemanden nominieren. Genau, als erstes nominieren wir den Thomas auf Wanderschaft. Ich hoffe, der braucht dafür nicht 3 Jahre, wie für alle anderen Videos, die er so macht. Dich nominieren wir 3 Biere, mindestens 3 aus der Region, aus der du kommst. Diese machen. Als zweites nehmen wir den Toppers. Du dumme Sau! Du musst das trinken! Toppers, auch du bist nominiert. Toppers. 3 Bier, mindestens 3 Bier von deiner Legion zu trinken. Und machst du auf Video. Machst du Video. Und als drittes nehmen wir natürlich den Dominik. Ihr dummen Schweine. Der kann das jetzt gleich direkt im Anschluss machen. Und weil auch er lässt sich sehr viel Zeit mit beschneiden. Deswegen, du bist jetzt fertig, mein Freund. Aber naja, da muss er Bier aus seiner Region trinken. Nein, der ist ja in Bayern. Das ist bayerische Region. Boah! Ja, was denn? Also du musst ja nicht heute machen, morgen ist ja auch noch ein Tag. Genau, also diese 3 nominieren wir. Einmal Thomas auf Wanderschaft, einmal den Toppers und einmal sein Teil des Abenteuers. Genau. Macht's. Genau. Leute, wir trinken jetzt aus. Genau, und gehen schlafen. Das genießen wir jetzt noch. Und dann gehe ich schlafen. Und dann geht er schlafen. Und wir zwei gehen auf Balkon. Und ich nein. Nee, er hat schon Mittagsschichten gehabt. Ich habe schon Mittagsschichten gehabt, von daher. Auf jeden Fall. Nichtsdestotrotz, vielen Dank an den Billy für die Nominierung. War echt lustig. Wenn euch das Video gefallen hat, dann auf jeden Fall ein Däumchen und ein Abo, recht geil. Und wir sagen bis zum nächsten Mal. Heide, ciao. Servus, grüß dir und hallo. Ja? Ha. Bis gleich. Welcome to Forever, man. Let's go. Go. This is Forever. No surrender.